Servus und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe von Minecraft in Lauras Welt. Heute ist Sonntag, der 20.01. für euch. Für mich ist nach wie vor der 3.01., denn ich habe beschlossen, wir machen jetzt doch gleich weiter, nachdem ich jetzt hier gerade schon so mittendrin war am fröhlichen Bebauen dieses Fundamentes. Da habe ich gedacht, dann ist es eigentlich auch schon egal. Das können wir mal aufräumen, das können wir aufräumen. Sand hatten wir drüben. Hier, ja, den dahin. Den Kies können wir auch aufräumen. Mal hier nochmal so ein Teil. Wunderbar. 28. Da gehen ja viermal so viele. Was war das? Achso, das ist das Viech da. Da drüben ist irgendein. Ah, eine Spinne. Die Waffe könnten wir eigentlich auch mal hier aufräumen. So. Werde ich wohl ein bisschen was hiervon noch brauchen. Mehr nehme ich jetzt mal nicht mit. So, dann machen wir als erstes mal diese lästige Spinne da fertig. Ja. Und noch viel schneller verziehe ich mich jetzt doch lieber wieder vor dem blöden Creeper. Jetzt habe ich allerdings 16 Metall. Das könnte man tatsächlich mal nutzen. Das sind 2 Holzkohle, die ich halt jetzt damit verbrate. Das ist ein bisschen blöd. Ich fürchte, der sieht mich dadurch. Ich habe leider noch keinen zweiten Ausgang hier gegraben. Das wäre natürlich noch eine Idee, dass man versucht, hier noch irgendwie einen zweiten Ausgang zu buddeln. So, wie werde ich jetzt diesen Creeper da wieder los? Okay, ich glaube, als erstes baue ich mir mal ein Schwert, das ein bisschen mehr taugt als dieses dämliche hier. So. Gut, jetzt ist das Viech da drüben hin. Das bringt mir natürlich nur in Maßen was. Andererseits, wenn ich jetzt schnell genug renne, müsste ich den eigentlich erschießen können. Super. Gleich mal 2 Pfeile verschwendet. Doch, das hast du mal wieder richtig super hingekriegt, Nick. Kannst stolz auf dich sein. Noch nicht mal einen Creeper vernünftig erschießen kann ich heute. So. Damit werden die jetzt auch verbaut. Hey, ja, ist ja gut. Ja, ich weiß, du willst aufs Maul. Mehr. 2, 3, 4, 5. So. Mir geht dummerweise das Essen aus. Das macht die Sache furchtbar gefährlich, gerade akut. Aber ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich dagegen noch tun soll. Ich muss einfach warten, bis das Gras sozusagen gewachsen ist da oben. Na, da ist schon wieder ein bisschen was fertig. Ich habe auch noch 2 Korn, meine ich, übrig. Also leider nicht zum Trinken. Sondern nur zum Essen. Oh Mann. Okay, das hat meine Steinvorräte jetzt aber schwer geschmälert. Das war's. So, schauen wir mal. Ja, einer ist fertig. 2 sogar. Hat jetzt allerdings auch hier drauf nur mäßig viel Einfluss gehabt. Naja, damit komme ich aber zumindest noch ein... Also einmal werde ich davon noch satt. Hui. Ja, gerade einmal. Trotzdem nicht gerade ideal. Also ich muss sagen, das ist jetzt durchaus nicht ganz ohne den Reiz der großen Gefahr. Jetzt habe ich hier natürlich den Sand übersehen, aber
Was soll's. Also ich fange jetzt nicht an, das auch noch auszuschachten. Das ist mir jetzt zu blöd. Sollte ich Sandmangel mal irgendwann haben, dann kann ich ja versuchen, wieder welchen zu ergraben. Andererseits, also sagen die Sandmine, die wir dann so brauchen werden, die würde ich da hinten, würde ich diese Insel da ehrlich gesagt abtragen. Und gut ist, also mehr braucht es glaube ich nicht. So. Genau. Dann, ja, füllen wir das halt eben mit Erde hier auf. Was soll's. Ist jetzt zwar nicht gerade die schönste Lösung, aber ich glaube, ich kann damit leben. Da werde ich allerdings deutlich mehr Erde brauchen, als ich jetzt hier so zur Verfügung habe. Ist aber nicht so schlimm. Erde gibt es noch ein paar Vorräte und ansonsten müssen wir halt auf der Rückseite von dem Berg vielleicht auch nochmal ein bisschen Raubbau betreiben oder so, keine Ahnung. So, machen wir das da drüben auch. Ah, verdammt. Tja, was erzähle ich euch jetzt eigentlich, während wir hier vollkommen gelangweilt Erde auf die Erde legen? Könnt euch alles Mögliche erzählen. Vielleicht sollte ich mir das auch mal angewöhnen, dass ich ein paar so Standardprogrammpunkte zum Beispiel mir angewöhne, die ich sozusagen immer abhandle. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, könnte zum Beispiel eine Buchempfehlung jedes Mal mit einbauen. Oder zumindest, was weiß ich, einmal im Monat. Buch. Ja, auch eine Option. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ist manchmal gar nicht so einfach und trivial, sich da was Vernünftiges zu überlegen. So. Setzen wir hier mal schnell die Treppen hin. So ungefähr. Ja, die brauchen wir jetzt dann gerade nicht. Andererseits, also erfahrungsgemäß, sind Buchempfehlungen etwas, was also nur mäßig viel Leute reizt. Dafür sind Interessenschwerpunkte auch so ein bisschen uneinheitlich. Wir können ja auch Folgendes vereinbaren. Wenn ihr an den Buchempfehlungen interessiert seid, dann schreibt mir das doch mal hier in die Kommentare und schreibt doch mal gleich da dazu, welche Richtung das nehmen soll. Also soll ich mehr in Richtung Unterhaltungsliteratur, Sachbücher. Ich lese relativ viel, also von daher treffe ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einmal im Monat vielleicht auch was aus eurer Richtung. Ansonsten kann ich natürlich gucken, ob ich das irgendwie allgemein halte. Problem ist so ein bisschen, dass ich hin und wieder mal, und derzeit bin ich wieder mal in so einer Phase, ganz gerne Bücher wieder mal zur Hand nehme, die ich schon gelesen habe, möglicherweise auch schon sehr oft gelesen habe. Weil mich manchmal Bücher, die ich schon kenne, trotzdem nochmal reizen, weil man kann Bücher neu entdecken. Bin ich der felsenfesten Überzeugung. Wenn man sich die Zeit nimmt, das auch wirklich zu tun, also sie wirklich versuchen, wie neu zu lesen, dann kann man so ein Buch, das man eigentlich schon kennt, wiederentdecken. Beispielsweise die Warringham-Romane von Rebecca Gablé, die lese ich mit einer großen Leidenschaft und da packt mich so einmal alle 2 Jahre ungefähr die Lust, die einfach wieder mal komplett neu zu lesen. Größter Nachteil daran ist natürlich, dass man so ein bisschen schon immer weiß, wie es weitergeht. Oh. Ja, das ist jetzt suboptimal.
Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo noch Erde herholen. Viel ist es zwar nicht, was ich noch brauche, aber ein bisschen was. Naja, dann muss halt der Hügel hier auch noch dran glauben. Ich meine, dann ist es halt so. Zumindest die obere Schicht von dem Ding, würde ich mal sagen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt sind es 43. Bauen wir doch bei Gelegenheit hier den Baum mal ab. So. Kann man sogar den dann noch mitnehmen. Dieses Ding hier ehrlich gesagt auch. So. Genau, dann ist die Insel halt jetzt einfach etwas flacher. Da gibt es halt einen Berg auf der Insel, in dem wohne ich. Und ansonsten gibt es halt keinen Berg auf der Insel, sondern da ist halt dann jetzt einfach nichts mehr vorhanden. Kann ich ehrlich gesagt gut mit leben. So, hier ungefähr muss der gestanden haben. Der war sowieso ein bisschen arg nah dran. Stellen wir den mal dahin. Schauen wir mal, ob das reicht. Weil wenn ja, dann habe ich zumindest hier einen gewissen Erfolg. Fürchte nur, es ist nahrungsmäßig schon langsam wirklich etwas knapp, mein lieber Mann. Was das doch für einen Unterschied macht, bis man halt dann mal wirklich einen funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb hat, der einem da so halbwegs vernünftig ernähren kann. Weil das bisschen Weizenfeld hier, das reicht offensichtlich nicht. Da werde ich auch ein größeres Weizenfeld anlegen müssen, da komme ich nicht drum rum. Ich würde sagen, das ziehen wir dann einfach hier so rüber. So, jetzt können wir uns aber endlich dem Thema Hühnerstall widmen. Und zwar würde ich sagen, versenke ich den im Boden. Das mache ich, glaube ich, tatsächlich. Und zwar hier. Wie groß machen wir ihn denn? 6, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir das erste Mal quadratisch. Würde ich sagen, versenke ich ihn um 2 im Boden. Ja, da eigentlich braucht es das gar nicht. Sondern wenn ich jetzt hier da jetzt Erde draus mache. Ja, doch. Eine Schicht gehen wir noch tiefer. Bauen wir tatsächlich die Wände aus Sandstein, wie ich das mal ursprünglich angedacht hatte. Aber das mache ich jetzt erst hinterher. Da habe ich jetzt auch gar nicht genügend hier gefunden, um das dann zu machen. Ich muss ja auch nicht überall welchen hinbauen, glücklicherweise. Dann setzen wir auch oben drauf so ein bisschen einen Zaun. Und dann würde ich sagen, bauen wir vielleicht dann als nächstes gleich noch irgendwie einen Stall, falls ich Schafe oder so finde. Wobei auch da wird es noch spannend, wie ich die eigentlich dann hier auf die Insel bringen will. Da habe ich nämlich keine Ahnung, wie ich das schaffen will. So. Jetzt können wir die hier, ja, da drüben hat es schon Gras, dann können wir die zwei hier schnell abreißen. Noch begradigen. So, jetzt brauchen wir dann, genau, jetzt graben wir das hier rundherum einmal schnell frei. Ein bisschen Schaufel ist ja noch da. Genau. Die können wir ja stehen lassen. So.
Und hier den in der Ecke können wir auch jeweils stehen lassen, weil da ist es egal. Na. So. Haben wir gleich geschafft. Dann holen wir doch mal den Sandstein. Erde können wir da lassen, das Zeug auch. Ja, du bleibst hübsch da drin, Hühnchen. Sonst gibt's auf die fiese Fresse. Ich will nämlich auf jeden Fall und unbedingt verhindern, dass die Hühner hier wieder raus können oder despawnen. Das ist mir mal in einer ganz anderen Minecraft-Welt passiert. Da hatte ich Schafe und hatte einen wunderbaren Schafstall gebaut. Aber ich hatte mir da eingebildet, ich möchte unbedingt auf... Ja, machen wir es hier. Wir brauchen einen Eingang. Genau, dann brauchen wir hier eine Doppeltruhe und dann können wir ehrlich gesagt hier unten den Boden auch eben aus Sandstein machen. Nehmen wir den auch noch raus, machen da auch Sandstein rein und hier die zwei vielleicht auch. So, jetzt braucht der hier wird eine Treppe und der hier wird eine Treppe. Genau. Und dann müsste ja der da auch Sandstein werden. Und der hier auch. So. Drüber, das ist natürlich dann Erde, das ist klar. So, jetzt habe ich natürlich wieder einen zu wenig von denen. Naja. Müsste sowieso jetzt dann gleich nochmal Holz schlagen, weil ich ja Zäune brauche. Wobei ich gerade am Überlegen bin... Wenn ich da ein Glasdach draufsetzen will, dann brauche ich das natürlich nicht. Aber andererseits finde ich, ist ein Glasdach vielleicht schon ein bisschen albern. Für einen Hühnerstall. Ich hatte mir damals jedenfalls, also eben auf einem Berggipfel, eine wunderschöne riesige Festung gebaut. So richtig mit Geheimgängen in den einzelnen Mauern und mit so geheimen Verbindungstunneln zwischen verschiedenen Gebäuden. Und diesen Schafstall, den hatte ich von oben mit Lava beleuchtet. Das fand ich irgendwie cooler als diesen Schwachsinn mit den Fackeln. Soweit, so kreativ die Idee. Dummerweise sind die Schafe da immer wieder verschwunden. Man konnte regelrecht zugucken. Also ich habe da Schafe drin gehabt und dann verschwanden sie wieder. So ein bisschen wie die Schweine bei uns im Dorf. Jetzt derzeit. Die spawnen ja auch permanent. Und ich weiß einfach nicht gescheit, warum die ständig verschwinden. Ich komme nicht drauf. Ja. Habe ich hoffentlich jetzt aber alle erwischt. Ja, sieht gut aus an der Stelle. Aber wir werden es ja gleich erleben. Oh Mann. Also hungermäßig komme ich jetzt dann gleich ziemlich in die Bredouille. Bin ernsthaft in der Versuchung, ob ich nicht doch versuchen sollte, dieses verrottete Fleisch zu essen, bevor jetzt quasi alle Stricke reißen. Weil ich hab sonst nichts. Hm. Schwierige Entscheidung. Wie schaffe ich es jetzt zu überleben? Sehen Sie auch die nächste Folge von. Also mal gucken, was jetzt passiert. So. Genau, ich kriege halt jetzt Hunger als Vergiftung, aber ich meine, das ist letztendlich in Summe nicht so schlimm. Das zombifiziert mich schon nicht. Apropos Zombie. Na komm her. Ach, ich bin hier.
Das sieht aber gut aus. Tja, das war's erstmal. Okay, also das heißt, man kann sich davon doch ernähren. Der Hunger ist quasi nicht ganz so tragisch. Ja, es ist anscheinend immer Hunger. Dann passt es ja eigentlich. Naja gut, dann hätte ich quasi das Ernährungsproblem erstmal doch gelöst. Ups. Überall diese Viecher, es ist echt nicht schön. So. Also, wir wollten ja noch eine Steintreppe machen, wobei ich ernsthaft... Naja, nee. Sieht besser aus, wenn man da... Hey, wir haben tatsächlich eine Karotte gekriegt. Gott sei Dank. Jetzt ist aber wirklich alles gleich viel besser. Das ist ja super. Perfekt. Das rettet mir tatsächlich den Hintern. Denn die können wir jetzt dann auch gleich vermehren. So. Haben wir da diesen. Flups. Genau. Dann ziehen wir hier oben drüber quasi nochmal eine Reihe von, also nochmal Zäune. Und dann lege ich noch ein Karottenfeld an. Wo lege ich denn das am dümmsten an, dass ich das gleich... Ja, schauen wir dann. Jetzt brauche ich erstmal viele, viele, viele Zäune. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier das Holz umbauen. Dann haben wir dieses hier. Nee, das war, glaube ich, andersrum, gell? Doch, nee, das sind die Zauntore, genau. Blöd. Ja, dann müssen wir es jetzt erstmal so machen. Kriegen wir immerhin auch ein bisschen was bei raus. So, ich höre da draußen meine Familie. Naja, die muss ich jetzt noch ein paar Augenblicke gedulden. Dann können wir ja auch wieder über alles reden. Außen dran einfach die Fackeln, dann können wir die hier uns auch schenken. So, es wird wieder hell, das ist ja sehr günstig. Na. Das war ein Enderman, welcher sich jetzt hier befindet. Wo er ehrlich gesagt nicht hingehört, der Mistkerl. Aber mich fragt ja keiner. Die sind offensichtlich auch nicht sehr lichtempfindlich, was ich sehr schade finde. Aber gut, was willst du machen? So. Ach so, wir können ehrlich gesagt gleich mal das Hühnchen dann hier runterlocken. Hallo Huhn, na komm mal mit. Komm, jetzt geht's raus. Ja, jetzt darfst du in dein eigenes Haus ziehen. Na komm, na komm. Na komm. Du Viech. Hallo, Huhn. Wie schaut's aus? Also, komm mal mit runter hier. Ups. Genau, jetzt kommst du mal hier lang. Sehr schön, vielen Dank. So. Willkommen in deinem neuen Zuhause. So. Na, immerhin. Damit hätten wir zwei Hühner. Perfekt. So, dann legen wir jetzt gleich nochmal ein Feld an. Einfach mal bloß hier, damit ich hier die Karotte unterbringen kann.
Und ich hoffe, dass wir dann aus der Karotte bald sehr, sehr viele Karotten machen können. Genau. Das ist mir zu klein. Ich habe aber keine Wahl. Blöd. So. Können wir das Holz wieder aufräumen. Da haben wir noch so ein paar Stäbchen. Da auch. Das kommt dann gleich da in die Kiste. Jetzt haben wir nochmal zwei von diesen Bögen. Das Eisenschwert. Noch habe ich das Holzschwert halt nicht ganz aufgebraucht. Deswegen zerlege ich das mal noch nicht. So, das brauche ich dann nachher auch gleich, um die... um das Eisenfeld ein bisschen einzufrieden. Das möchte ich ganz gerne heute noch machen. So. Genau. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich meine, ist jetzt auch nicht gerade der Burner, aber immerhin, wir haben jetzt auf die Art und Weise ein kleines Feld gewonnen. Ne? Ich meine, immerhin so ein bisschen fremde Länder erkundet haben wir ja auch vorher. Also vor kurzem. Jetzt können wir hier vielleicht tatsächlich ein bisschen in die Vollen gehen und ja, dieses Ding hier müsste ich eigentlich auch noch wegruppen. Diesen kleinen Hügel. Aber ja, das hat jetzt, finde ich, noch Zeit bis zum nächsten Mal. So, wir haben wieder ein bisschen was gewonnen für Brot, aber ich muss zuerst mal hier für das Weizen nochmal was machen. So, also da geht das quasi hin. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal 4 mache, dann müsste ich hier wieder einen Wassergraben ziehen. So, stellt sich halt die Frage, wollen wir das immer in so 5er Abschnitten lassen? Hätte ich nämlich hier wieder 1, 2, 3, 4 gewonnen. Und dann könnte ich sogar hier raus das nochmal mit 4 ziehen. Das wäre gar nicht so blöd. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier könnte man tatsächlich... das quasi einfach zumachen. Dann müssen wir halt hier auch den Sand entfernen, weil das sieht sonst echt beschissen aus. So. Ja, der fällt jetzt dann eh gleich noch dem... Ja, machen wir halt hier einfach das zu. Muss halt der Baum da noch weichen, aber dann kann ich da ein deutlich größeres Weizenfeld anlegen, was mir letztendlich... glaube ich, mehr einbringt, als es mich kostet. Das machen wir auf jeden Fall so. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Das erledigen wir jetzt noch schnell. Und dann hätte ich heute ganz entgegen meines ursprünglichen Vorhabens immerhin ganze 4 Videos gedreht, was ich dann doch für relativ viel halte. So, mal ganz schnell. Ich habe doch da jede Menge Schrott schon wieder eingesammelt. Bitte. So. Tja, unser täglich Brot gibt uns heute. Und unser täglich Huhn bitte bald. Autsch. Ja, so einen wunderbaren Sinnspruch, ne? Habe Vertrauen in Gott, aber vergesst nicht Kohl anzupflanzen. Muss ich sagen, da ist durchaus auch was dran. Gottvertrauen, ich habe noch keine Axt wieder, aber das ist mir jetzt auch zu blöd, da renne ich jetzt nicht nochmal hin und her. Sondern das machen wir jetzt so. Und dann kriegen wir vielleicht ein schön eingefriedetes Weizenfeld im Laufe der Zeit. Muss ich mir vielleicht nicht ganz so viel Sorgen um irgendwelche Zombies oder herumspringenden Viecher machen. Und vor allen Dingen, wenn ich das dann schön beleuchte, dann geht das ja auch ganz gut. Und da haben wir halt einen so einen, ja,
einen so einen Wassergraben nochmal da in der Mitte drin. Das finde ich jetzt aber auch nicht allzu tragisch, muss ich sagen. So. Genau. Ich fürchte, da muss ich gleich nochmal ein bisschen Holzzäune bauen. Das ist mir jetzt aber tatsächlich egal. Das machen wir jetzt noch eben. Wir sind zwar bereits ein bisschen über den 30 Minuten oder jetzt gerade ist ungefähr drauf, aber da, das möchte ich jetzt ganz gerne noch eben fertig machen. So. Schauen wir mal, was wir da zusammenbringen. Viel wird es nicht sein, fürchte ich. 18 Stück kriegen wir, immerhin. So. Du gehst wieder dahin. Ja, ein Zauntor braucht es natürlich auch irgendwie noch. Das ist klar. Ja, muss man sich dann überlegen. Ich glaube, ich ziehe das dann hier rein. Kann man sich auch überlegen, ob man sich dann nicht sozusagen gönnt, dass man hier einen Pfad durchführt und sich sagt, naja, dann ist das eine drum hat halt nicht. Jetzt brauchen wir noch einen Eimer. Habe ich natürlich keinen. Aber ich müsste hier im Ofen jede Menge Eisen haben. So, haben wir noch 11 Eisen übrig. Das ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Bevor ich jetzt hier in die Vollen schlage. Die Hacke habe ich noch dabei. Ja, die können wir jetzt wegräumen. Die können wir auch erstmal wegräumen. Das können wir auch wegtun. Das kann ich noch wegtun. Okay. So. Dann können wir uns hier noch dem Schaffen dieser Wasserquelle widmen. Also das ziehe ich jetzt hier noch eben durch. So, und einen brauchen wir noch. So, damit ist das geschafft. Genau. Also es müsste eigentlich trotzdem hier durchziehen, auch wenn ich hier sozusagen einen Kiesweg zwischendurch laufen lasse. Das dürfte eigentlich nichts ausmachen. Aber jetzt lassen wir es mal eben so. Können wir jetzt hier noch eben die Krume ein bisschen vergrößern. Es kommt ein bisschen mehr bei raus. So. Genau. Haben wir nochmal 3 dazu gewonnen. Super. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus so. Huh? Genau, und das müsste jetzt hier eigentlich alles feucht werden. Jetzt könnte ich es dann testweise hiermit mal schnell zumachen. Oh, und wir müssen es dringend ausleuchten, bevor da jetzt irgendwas spawnt. Sonst ärgere ich mich sehr. So. Und hier noch eine. Genau. So, jetzt machen wir hier einfach die zu. Setzen hier die 7 Stück ein. Das müsste eigentlich trotzdem alles klappen und halbwegs passen. Ich kann hier jetzt keinen entfernen, weil sonst geht es hier sich in der Mitte, geht sich dann nicht aus. Das wollen wir natürlich vermeiden, wenn es irgendwie geht. Aber immerhin, erste Bewegungen in die richtige Richtung haben damit schon mal geklappt.
Jetzt stellen wir da dieses Teil auf. Mal hier nochmal einen hin. Da. Hier vielleicht an der Seite. Hoppla. Jetzt muss ich leider an dem Skelett da vorbei. Ja, ja, ist ja gut. So. Damit hätten wir jetzt auch dieses endlich geschafft. Ich gebe zu, jetzt habe ich es dann doch ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ich wollte noch eben diesen Teil erledigt haben und sicher wissen. Ich würde sagen, ich futter jetzt erstmal mein schönes Brot. Wünsche euch alles Gute bis dahin. Servus und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt einen Kommentar für mich. Ihr wisst ja jetzt, worum es geht. Oder zumindest ein Like oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Bis dann. Servus und auf Wiedersehen.